الله والإسلام أحب 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 الله أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا هو أول بيت نحفظه لحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا حلول سماء الكون لقد طولنا النجم برفعتنا وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا حلول سماء الكون لقد طولنا النجم برفعتنا وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا في الغرب صدى من همتنا في الغرب صدى من همتنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا محمد كان أمير الرك يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا ومحمد كان أمير الرك يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد كان يتمسنو في ديزة غليجيون شلاجن بموسن فوران بموسن أخفون بدفن صنيشتس أوفالتن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض Der Mutmen ist den anderen Mutmenen stützendes Teil. Gemeinsam sind wir eine Mauer. Gemeinsam sind wir ein Gebäude. Gemeinsam sind wir stark. Alleine sind wir schwach. Und dieser Tag beweist es für mich und für euch. Diese Gemeinsamkeit, die hier entsteht, ist ein Beweis für mich, dass diese Religion wahr ist. Subhanallah. Subhanallah, liebe Geschwister. Was für ein wunderbarer Tag. Was für wunderschöne Momente gemeinsam, die wir verbringen bei Allah. Und die Tage sind gezählt bei dem Herrn. Und der Tod ist nah. Und die Rückkehr zu Allah ist wahr. Und deswegen rezitiere ich ihm diese Eier, liebe Geschwister. Wie kann der Mensch leugnen? Wie kann der Mensch seinen Herrn leugnen? Während er tot war,
und er wieder lebendig ist, wird und darauf wieder sterben wird und wir ihm wieder Leben geben. Und die Rückkehr ist bei dem Herrn. Und die Rückkehr ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wie wunderschön ist diese Religion. Wie schön ist es, mit euch zu sein. Wie schön ist es, diese Momente mitzuerleben. Mit meinen Brüdern und Schwestern. Am Yom al-Eid. Den besten Tag im ganzen Jahr. Den schönsten Tag im ganzen Jahr. Den bevorzugten Tag im ganzen Jahr. Nach so viel Ibadah. Der Eid ist Mubarak, liebe Geschwister. Deswegen, liebe Geschwister, wünsche euch alles Gute. Steht auf und umarmt euch und wünscht euch alle Gute zum Eid. Schwestern, steht auf und umarmt euch und wünscht euch alles Gute, beten wir. Und möge Allah Vergebung von euch annehmen. Ich bin der Isa und ich hatte ein paar Fragen, Schala. Wie heißt du? Abdullah. Abdullah, mashallah. Von wo kommst du? Ich komme aus Kerken, das kennt kein Mensch. Das ist nördlich von Krefeld, so 50 Kilometer entfernt ungefähr. Ja, schön. Wie bist du dazu gekommen, hier hinzukommen? Also ich bin hier konvertiert im März. Bin zufälligerweise an euch geraten und als ich hierher kam im März, wollte ich eigentlich noch gar nicht konvertieren. Es ist dann einfach ganz spontan geschehen und dafür bin ich immer noch dankbar. Ich habe nicht so oft die Gelegenheit, hierher zu kommen, weil ich einfach relativ weit entfernt wohne auf einem Dorf und wir haben nur ein Auto und so. Das ist ziemlich kompliziert. Deswegen gehe ich meist in eine Krefelder Moschee, aber ich habe das Gefühl, also hier auf besonders überzeugte, gläubige Muslime zu stoßen und zu treffen. Und ich habe ja einfach wunderbare Gespräche und ich habe das Gefühl, dass die Brüder wirklich Islam praktizieren und dass ich hier so angenommen werde, wie ich bin. Und ja, das führt mich immer wieder hierher zurück. Und das ist einfach was ganz Besonderes, hier zu sein. Das ist also ganz anders, als in einer anderen Moschee zu sein. Wie hat dir der Tag jetzt gefallen, diese Aktion hier? Wir vermissen dich. Also es hat mich einfach tief ergriffen, sodass ich zum Beispiel auch nach dem zweiten Vortrag vom Bruder Hussein einfach gar nicht das Bedürfnis hatte, zunächst zu reden. Also es hat mich wirklich tief ergriffen und zum Teil auch bestürzt. Und es hat mir deutlich gemacht, wie groß auch die Schwierigkeiten sind, in denen sich Muslime in Deutschland befinden. Und ich habe da einfach ganz viel zum Nachdenken mitbekommen und das wird mich in den nächsten Tagen ermuntern und sicherlich auch stark beeinflussen, vor allen Dingen jetzt im Ramadan. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wenn ein Muslim allein ist, dann ist der Shaitan stärker. Aber wenn zwei Muslime zusammen sind, dann wird der Shaitan schwächer. Wenn sie drei sind, dann ist der Shaitan schwächer. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer das Paradies haben will, der soll in der Gemeinschaft bleiben. Mein Name ist Christoph Düsseldorf. Ich habe mich zum Islam entschieden, weil Allah mein Gott ist. Und ich seit einem Jahr mich mit dem Islam beschäftige und weiß, dass das die wahre Religion ist. Und heute war ich bei einer Vorlesung, wo ich eine Stunde gesessen habe und mein Herz nur am Schlagen war. Und das war für mich ein weiteres Zeichen, was ich in den letzten Jahr erlebt habe, ein Zeichen, das endgültige Zeichen für meine Entscheidung. Alhamdulillah, Allah Akbar.